Pöbelnde und Prügelnde gab es doch immer schon. Mag sein. Doch Bürgermeister, Polizisten oder Rettungssanitäter sagen etwas anderes. Es habe sich etwas verändert. Immer mehr werden immer aggressiver, treten immer noch mal nach, bis der Respekt vom anderen am Boden liegt und niemals wieder aufsteht. Immer mehr fühlen sich durch verbale Hetze ermutigt, zu Gewalt zu greifen. Unsere Autoren zeigen die Verrohung unserer Republik. Vergangenen Samstag in Berlin. Rund 500 Teilnehmer demonstrieren gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik. AfD-Anhänger und Pegida-Unterstützer, gemeinsam mit Neonazis, Identitären und rechten Hooligans. Sie alle eint die Wut auf die da oben und auf die Fremden. Die kriegen mehr Geld im Arsch geschoben, auf deutsche Sache. Und was ist mit unseren Kindern? Was mich stört? Die scheiß Merkel stört mich! Fotze, die Alte! Die soll nach Amerika gehen, zu ihren Freunden. Merkel muss weg. Was soll mit ihr passieren? Rücktritt, Verurteilung nach dem deutschen Gesetz und dann sitzt sie im Gefängnis. Hau ab, wir wollen mit euch kein Interview kriegen. Ja, okay. Jetzt machst du mal die Kamera aus. Ihr seid die Faschisten-Dreckschweine. Seht zu, dass ihr wegkommt. Die Verrohung nimmt zu. Weit über radikale Randgruppen hinaus kommt es zu verbaler und körperlicher Gewalt. Wir haben jetzt eine massive Kampagne im rechtspopulistischen Spektrum. Merkel muss weg, weil es verbindet auch gerade diese äußerst heterogenen Gruppen. Die Verrohung alleine ist nicht der Prozess, sie ist eine Konsequenz eines längeren Prozesses, einer Protestbewegung, die diese Verrohung auch dringend braucht, um Zusammenhalt und Zugehörigkeit immer wieder herzustellen. Du Fatze! Politiker als Hassobjekte. Allein in diesem Jahr bis Ende September 813 Delikte gegen Amts- und Mandatsträger. Seit vielen Jahren engagiert sich Thomas Purwin politisch in seiner westfälischen Heimatstadt Bocholt. Doch jetzt denkt der 35-jährige SPD-Politiker ans Aufhören. Der Grund? Anonyme Hassmails mit Todesdrohungen. Die klingen so. Wir hauen dir deinen verfickten Judenschädel ab. Du dumme, arschgefickte Facebook-Suche Aufmerksamkeitsschwuchtel. Du inzuchtgefickter Verwaltungsjude. Der Absender bezeichnet sich als Adolf Hitler. Überschrieben ist die Mail mit Lynchmord. Sie hatten auch in dem Moment Angst um ihre Familie, nicht nur um sich. Ganz genau. Meine Familie spielt da eine ganz große Rolle. Meine Familie hält mir den Rücken frei, wenn es um die politische Arbeit geht. Und steht bei mir ganz klar an Nummer 1. Und wenn man dann solche Mails kriegt, macht man sich natürlich auch Gedanken über die Zukunft der Familie. Immer wieder Hassmails. Diesmal von einem, der sich Hammermörder nennt. Besorg dir Leibwächter von Steuergeldern. Du wirst während, vor oder nach der Amtszeit im Hirntrauma verrecken. Wer dahinter steckt, weiß Purwin nicht. Die Polizei ermittelt. Dass auch in dem idyllischen Bocholt der Hass wohnt, ist ihm schon länger klar. Denn auch Bürgermeister und Kämmerer wurden beleidigt und bedroht. Und häufig geht es dabei um die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Fremden stören, das hört Purwin häufiger. Wir haben Angst vor Überfremdung, wir haben Angst vor dem, was passiert. Man trifft demnächst nur noch ausländische Gestalten hier. Das möchte man nicht und hat deswegen dann auch eine Bürgerwehr ins Leben gerufen. Die von immerhin 600 Sympathisanten im Netz unterstützt wird. Den Hass von fremden Feinden bekam auch er zu spüren, der Zirndorfer Bürgermeister Thomas Zwingel. Am 2. Juli organisierte er eine Demonstration gegen eine Gruppe von Rechtsradikalen. Die nennt sich Franken wehrt sich und plante einen Aufmarsch direkt vor der Zirndorfer Sammelunterkunft für Flüchtlinge. Zwingel verhinderte das, er wird seitdem beschimpft und bedroht. Letztlich gegipfelt hat es dann mit der auch wieder im Internet kursierenden Verbreitung eines Videos. Und da wird dann die Verbrennung eines Plakats zur Gegenkundgebung mit einer ziemlich heftigen, aggressiven Musik untermalt gezeigt. Und dazu der Slogan Thomas Zwingel aus der Traum, bald liegst du im Kofferraum.
Die Polizei bewacht seither das Haus von Zwingel. Die Angriffe haben ihn nachdenklich gemacht. Bei manchen Teilen unserer Gesellschaft scheint ein gewisses Grundvertrauen in unsere staatliche Rechtsordnung verloren gegangen zu sein. Ich erlebe es häufiger, dass die eigenen Wertvorstellungen, die eigenen Ansprüche in den Vordergrund gestellt werden und dass das mit einer teilweise Aggressivität verfolgt wird, die es früher meines Erachtens so nicht gab. Diese rechtspopulistischen Stimmungen haben sich sehr deutlich verbunden mit einer sehr aggressiven Orientierung. Das heißt, Gewaltbereitschaft, Gewaltbilligung gegen Eliten, dieses alles ist angezogen. Fremdenfeindliche Straftaten nehmen von 2014 auf 2015 um 116% zu. Die Dresdner Fatih-Moschee. Freitagsgebet. Die Gläubigen stammen überwiegend aus der Türkei, aber auch aus anderen Ecken der Welt. Wir dürfen dabei sein, es gibt keine Beschränkungen. Hier drin ist es fast so, als würde es Pegida da draußen nicht geben. Doch Ende September ein Brandanschlag, die Spuren sind bloß übermalt. Es gab eine Riesenexplosion und die Tür ist verbrannt, Wand und im Inneren auch. Und das Traurige dabei ist, dass die Kinder von dem Imam und die Frau direkt 5 Meter dahinter geschlafen haben. Die Gemeinde erhielt ein Bekennerschreiben kurz nach der Tat. Das sollte Spuren in die linke Szene legen. Die Ermittler halten es für gefälscht. Yusuf Sengün ist Gemeindevorstand der Moschee. Mit dem Aufkommen der islamfeindlichen Bewegungen habe sich das Klima in Sachsen radikal verändert. Was wir gemerkt haben, die als Muslime ausgemacht werden auf der Straße, vor allem die Frauen, die Schwächsten, mit Kopftüchern, die haben darunter zu leiden. Das ist das Traurige, was leider gespürt wird. Sie werden beschimpft, beleidigt, Morddrohungen erhalten sie auf der Straße. Teilweise wurden sogar Kopftücher weggezerrt. Also das, was wir früher nie gekannt oder gehört haben, ist salonfähig geworden auf einmal. Hass auf Muslime. Das brachte Neonazis in dieser Laube bei Borna zusammen. 2014 gründeten sie hier die rechtsextremistische Old School Society. Derzeit wird den Führungsmitgliedern der Prozess gemacht. Darunter Denise G., die in diesem Haus im sächsischen Roßwein lebte. Auch G. sitzt derzeit in Haft. Die OSS soll Anschläge auf Flüchtlingsheime vorbereitet haben, doch die Planungen gingen weiter, wie die abgehörte Kommunikation zwischen Denise und ihren Kameraden belegt. Auszüge. Was haben Pegida und Legida erreicht? Solange es keinen Mord und Totschlag gibt, bewegt sich gar nichts. Schule oder Kindergarten, irgendwas, das wirklich aufsehenerregend ist, muss in die Luft fliegen. Und das muss dann den Musels angelastet werden. Jagen wir eine Förderschule hoch. Auf die Kloppis kann ich auch gut verzichten. Wir verkleiden uns und stürmen zum Gottesdienst die Kirche und rufen Gott ist groß. Frauenkirche oder Kölner Dom, die rasten alle aus. Im Prozess bestreitet der Redelsführer, dass Anschläge geplant wurden. Furcht vor dem Islam. Die Zuwanderung von Muslimen untersagen, das finden 41% der Bürger richtig. Bautzen in Sachsen. Der Kornmarkt, den sie die Platte nennen, ist Treffpunkt für jugendliche Migranten. Im September greifen Rechte immer wieder Flüchtlinge an, veranstalten regelrechte Hetzjagden. Jetzt zeigt die Polizei Präsenz auf dem Platz. Am Dienstagabend vor einer Woche erreicht die rechte Gewalt einen neuen Höhepunkt. Die beiden 17-jährigen Mädchen Friederike und Laura waren auf der Platte, hörten mit befreundeten Flüchtlingen Musik. Also wir saßen mit 3 weiteren Freunden auf dem Platz, der die Platte heißt, also auf einer Bank. Und hinter uns waren dann auch schon offenscheinlich Rechtsradikale, die sich da hingestellt hatten. Wir haben uns daran nicht weiter gestört, einfach auch, weil wir keine Provokation wollen. Bis dann einer von hinten an uns vorbeilief und meinte, wir sollten, Zitat, die scheiß Negermusik ausmachen. Ein uns zugespieltes Foto zeigt die mutmaßlichen Täter. An dieser Stelle sollen sie plötzlich Waffen gezogen haben.
Als sie die Migranten damit bedrohen, stellen sich Friederike und Laura schützend vor die Flüchtlinge. In dem Moment haben die Waffen schon auf sie gerichtet. Und in dem Moment sind wir schon rübergegangen, um die Sache dort zu schlichten. Zu mir meinten sie, wenn ich nicht weggehe, knallen sie mich ab. Gefährliche Zivilcourage. Das Verhalten der Mädchen finde ich natürlich toll, dass sie sozusagen sich keine großen Gedanken gemacht haben, inwieweit sie sich selber gefährden, sondern in erster Linie Courage gezeigt haben. Das ist großartig, da würde ich mich darüber freuen, wenn wir das noch öfter in Bautzen hätten. Wer sind die mutmaßlichen Angreifer? Wir treffen auf dem Platz eine Gruppe junger Männer an, die den Rechten auf dem Foto ähneln. Einen glauben wir wiederzuerkennen, konfrontieren ihn. Die Gruppe wird plötzlich aggressiv. Kann ich auch kleine schießen und lösch einfach die Bilder? Aus Versehen räumt einer aus der Gruppe ein, dass am Dienstag eine 9mm-Pistole im Spiel war. Drohungen mit Waffen, das gab es bisher nicht. Abdeslam kommt in derselben Nacht aus einem Dönerladen in Bautzen. Den richtigen Namen des libyschen Flüchtlings dürfen wir nicht nennen. Auf dem Weg zurück ins Heim greift ihn ein Unbekannter an. Als ich hergekommen bin, war es dunkel. Ich esse die Reste meines Döners. Und plötzlich ist einer angekommen und hat mich so nach unten gedrückt. Und er hat auf mich geschossen. Und dann laufe ich schneller, schneller, schneller. In einer Nacht zwei Angriffe auf Flüchtlinge mit Schusswaffen. Die Polizei fasst einen Verdächtigen. Tatsächlich hat er eine Schreckschusswaffe dabei. Das ist eine Kriminalitätsstufe, wobei der Einsatz von Schreckschusswaffen natürlich eine weitere Eskalationsstufe darstellt, die wir auf gar keinen Fall hinnehmen können. Doch auch ganz normale Bürger rüsten auf. Die Zahl der kleinen Waffenscheine wächst in den letzten zwei Jahren um 68%. Die Waffenbranche hat die besten Draht zur Regierung. Die Frau Merkel ist die beste Werbefachkraft des deutschen Waffenhandels. Sie zwingt die Leute, sich zu bewaffnen. Das ist böse gesprochen. Der Waffenhandel in Deutschland boomt. Schreckschusspistolen, Gewehre, Gaspatronen. Auf manche Artikel müssen Kunden Monate warten. Viele Bürger wollen sich selbst verteidigen. Das gilt auch in der Oberlausitz in Sachsen, im Laden von Gunter Fritz. Also wenn Bürger zu mir kommen, die das Wort Angst benutzen, was bei vielen der Fall ist, empfehle ich als erstes ein Pfefferspray. Die nächste Stufe wären dann Schreckschusswaffen. Jeglicher Art. Für Frauen empfehle ich immer kleinere Waffen. Zum Beispiel sowas. Der Laden von Fritz liegt an der Grenze zu Polen und Tschechien. Organisierte Banden räumen hier gezielt Häuser aus, stehlen Autos. Die Polizei ist unterbesetzt. Viele Bürger glauben, der Staat sorge nicht für Sicherheit. So sieht es auch Waffenhändler Fritz. Die Politiker haben uns, egal welcher Partei, haben uns alle versprochen, ja, wir setzen uns für den Schutz der Grenzregion ein. Die haben uns alle belogen bisher. Auch Fritz ist für den vermeintlichen Ernstfall gerüstet. Hinter dem Vorhang lagern seine Privatwaffen, die er nicht zeigen möchte. Ende 2014, 2015 gab es eine massive Propaganda, vor allen Dingen im Internet, dass der Staat die Kontrolle verloren hat, dass auch kommunal die dafür verantwortlichen Polizei, Bürgermeister, die Stadt und so weiter, dass die Kontrolle verlieren bei dem Thema Zuwanderung. Menschen bewaffnen sich dann, wenn sie sich einbilden, dass irgendjemand vorher die Kontrolle verloren hat. Polizei unter Druck. In Sachsen-Anhalt steigen die Körperverletzungsdelikte in den letzten zwei Jahren um 55%. Roberto Neumann und Thorsten Weise von der Bundespolizei bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Sie gehen auf Streife am Hauptbahnhof in Magdeburg. Die Sicherheitswesten ziehen sie mittlerweile bei jedem Einsatz an. Der eine Grund ist die Terrorgefahr, der andere, dass auch ganz normale Bürger inzwischen auf Beamte losgehen. Die Bedrohung ist immer da, weil man weiß nicht, was von hinten oder von vorne kommt. Jeder Mensch, man kann den Menschen nicht ins Gehirn reinschauen. Und daher sage ich mal, man muss auf alles gefasst sein, was passieren kann. Gewalt prägt die letzten Monate in Sachsen-Anhalt.
Fußball-Hooligans kesseln Beamte ein. Prügelnde Jugendliche lassen sich nicht stoppen. Linksautonome bekennen sich zu einem Brandanschlag. 9 Polizeiautos und 9 weitere Wagen werden zerstört. Anfang Oktober nehmen die Polizisten einen rechten Randalierer fest. Ein Dutzend seiner Freunde greift die Beamten auf dem Weg zum Revier an. Die haben tatsächlich versucht, sich überall ranzuschleichen. Die haben versucht, Formationen auseinanderzureißen, uns auszutricksen, von hinten ranzukommen, verbale Aggressionen uns abzulenken. Also eine halbe Stunde, nachdem wir die Lage hier draußen bereinigt hatten, klingelte es dann erneut an unserer Gegensprechanlage. Und dann wurde über die Gegensprechanlage gefragt, was sie denn nochmal hier wollen. Und da haben sie dann eiskalt und unverblümt gesagt, ja, entweder ihr lasst den jetzt hier frei oder wir holen noch 50 von unseren Kumpels und dann holen wir den hier raus. Die Beamten waren in der Bahnhofswache gefangen. Sie mussten Polizisten von außerhalb zu Hilfe rufen. Erst die konnten die rechten Jugendlichen festnehmen. Nicht überall in Deutschland gibt es mehr Übergriffe auf Polizisten. Doch die Brutalität habe zugenommen, berichten die Beamten. Wenn sich früher Leute geschlagen haben, sie haben ja nicht nur einfach geschubst, sie haben sich ja auch früher gehabt, da hat man sich auch schon mal ganz kräftig einem ins Gesicht gegeben. Dann war es aber so, dass wenn einer eine Nase, die geblutet hat, dann war Schluss. Heutzutage ist es so, es wird geschlagen, wenn nicht mehr das Schlagen reicht, wird getreten, wenn er umkippt, wird weiter geschlagen und getreten. Das erleben sogar Helfer. Im Rettungsdienst steigt die Zahl der Opfer von Übergriffen innerhalb von 3 Jahren um 31%. Björn Fasters und Reinhold Skorjans lieben ihren Beruf, obwohl schon einige Patienten sie körperlich attackierten. Einmal wurde Skorjans mit einem Kollegen zu einer Telefonzelle gerufen. Sie wollten einem Mann dort erste Hilfe leisten. Diese Person hat mich sofort angegriffen, zu Boden gezogen und wollte mich würgen oder dergleichen. Und wir mussten diesen Patienten fixieren bis zum Eintreffen der Polizei. Und dieser Patient hat uns nachher noch beschuldigt, wir hätten ihm Geld entwendet. Auch am Wochenende ist Skorjans im Einsatz. Zeiten, in denen Notfallsanitäter besonders gefährdet sind. Seine Erfahrungen geht Reinhold Skorjans weiter, trainiert seine Kollegen immer wieder für den Ernstfall. Sie üben zum Beispiel auch, wie man aggressive Patienten versorgt und sich dabei selber schützt. Bleiben Sie mal ruhig sitzen. Ganz, ganz ruhig, Herr Müller, ganz ruhig. Herr Müller, ganz ruhig bleiben. Das war jetzt ein Angriff, der völlig überraschend kam. Aber du hast das eigentlich ganz gut gemacht. Du warst quasi darauf vorbereitet. Das Würgen, das haben Sie ja gesehen, das ist wirklich lebensbedrohlich. Und da müssen wir einfach was gegen machen. Das ist alles schon passiert. Die gezeigte Übung gehört wie andere Seminare inzwischen zum Pflichtbestandteil der Fortbildung von Rettungssanitätern in Nordrhein-Westfalen. Es geht um Deeskalation, aber auch um den Selbstschutz der Helfer, der immer wichtiger wird. Schlägereien hat es immer schon gegeben früher. Man ist früher immer in irgendwelche Kneipen gerufen worden, wo man sich geprügelt hat. Aber heute sind Messer und irgendwelche anderen Waffen im Spiel. Das ist das Problem. Reinhold Skorjans und seine Kollegen haben einige der Attacken zur Anzeige gebracht. Doch alle Verfahren wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Eine Begründung: geringes öffentliches Interesse. Es frustriert einfach. Die Kollegen stellen dann irgendwann keine Strafanzeigen mehr. Und Gewalt wird einfach so dann akzeptiert, wird zur Normalität. Und das darf nicht sein. Auf Demonstrationen pöbeln, in Mails hetzen, härter, immer härter zuschlagen. Deutschland im Herbst 2016. Die Republik rüstet auf. Mit Waffen, Angst und Hass.